Servus Leute, ich bin's wieder, Dominik von Shisha TV und ja, jetzt werdet ihr gleich das Intertabak-Video sehen, das Messe-Video. Ich hoffe, es hat, also wird euch gefallen, wird euch gefallen. Ich bin jetzt gerade heimgekommen, wir haben jetzt so 3 Uhr, ja 3 Uhr nachts, am Samstag, ja wir sind von Freitag auf Samstag da geblieben und es war auf jeden Fall cool, wir hatten aber gerade noch einen Autounfall. Deswegen wird es jetzt auch so extrem spät. Wir sind eigentlich recht früh losgefahren. Aber wir hatten ein Auto im Fall, aber alles cool. Uns geht's gut. Das Auto war auch noch fahrtüchtig, dass wir von. Wir waren nämlich dann in Dortmund und sind nach Köln gefahren. Waren dort in der Chaos Lounge und dann von Köln aus nach Aschaffenburg gab es halt einen Unfall. Uns ist einer mit 120 Sachen reingefahren. Ist halt so, kann man jetzt nicht ändern. Und ja, auf jeden Fall. Bin ich einfach ein bisschen geschlaucht von den letzten 2 Tagen. Es gab oder gibt jetzt auf jeden Fall coole Informationen für euch. Es ist keine Weltneuheit mit dabei, das kann ich so viel schon mal sagen. Hier Tom Bacco. Fand ich auf der Messe sehr, sehr lecker zu rauchen. Sogar Chai beispielsweise, werdet ihr auch im Video sehen. Chai war so eine Sache, oh, Nils hat gemeint, ja, jetzt Chai ist in der Pfeife. Und ich dachte mir so, boah. Schmeckt aber echt geil, also hätte ich mir gedacht, und ich mag man also so Chai-Tabaksorten gar nicht. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, schaut einfach mal selbst rein. Es wurde so ein bisschen durcheinander, aber pff, ich denke mal, das könnt ihr vertragen oder verkraften. Ich bin ein bisschen am Arsch, meine Stimme ist am Arsch, ich würde sagen, schaut einfach selbst. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, guten Rauch, bis dann, ciao. Servus Leute, ich bin mit Tobi jetzt hier auf dem Rastplatz. Wir haben gesagt, bevor wir zu Intertabak gehen, rauchen wir erstmal noch ein Köpfchen und ihr seid live dabei. Your lips, they tasted like those cigarettes. So Freunde, ich nehme euch mal mit, ne? Wir rauchen gerade Freddy Flower, wie wir so schön sagen, zu dem Alvaja. Also der Alvaja Fading Flower natürlich. Aber wir haben mal den Spitznamen Freddy Flower gesagt und seitdem ist es der Freddy Flower. In einer Caesar Tank. Also raucht ordentlich. Kann man nicht meckern, Freunde, kann man nicht meckern. So, wir fahren jetzt ein bisschen weiter. Wir haben noch so 150 Kilometer circa bis nach Dortmund und dann sind wir auch schon da und ja, wir haben eine kurze Raucherpause gemacht. War ganz amüsant und ja, ich würde sagen, jetzt geht's weiter. Bis dann, ne? Another moon, we'd go to bed in my arms. You're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail? Servus Leute, ja, wir sind jetzt hier am Hotel angekommen. Wir haben es halt leider ein bisschen vercheckt, dass wir hätten zwischen 12 Uhr und 17 Uhr da sein sollen. Und ja, jetzt sind wir mittendrin dazwischen gekommen, sage ich mal, durch den Stau war auch bedingt. Und ja, jetzt haben wir halt das Problem, dass wir jetzt hier stehen und uns niemand reinlässt. Aber egal, wir ziehen uns einfach jetzt hier direkt am Auto um und ja, jetzt geht's dann doch auf die Shisha-Messe, halt ohne Hotelzimmer. Naja, bis dann. So, servus Leute, wir sind jetzt in Bochum, weil da auch unser Hotel ist. Und ja, da sind wir jetzt in der River Lounge. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Ein Besuch ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und ja, ich rauche gerade in der Alien Design. Und schmeckt auf jeden Fall gut. Ich rauche gerade Caribbean Blue von Start Now. Und ja, was rauchst du? Ich rauche in der Shisha Queen von Social Smoke Passion Fruit. Bis dann, ciao. So, jetzt sind wir hier im Hotel. Es war ein anstrengender Tag. Gar nicht mal so viel auf der Messe gemacht eigentlich. Problem ist aber nur, wir waren lange im Stau gestanden.
Wir hatten ja kurz eine Pfeife geraucht auf dem Rastplatz, war ganz cool. Und bis dahin kamen wir auch perfekt durch die Autobahn eigentlich, ne? Das war alles cool. Und ab dann hatten wir einfach Pech. Ab dann ein Stau nach dem anderen, dann sind wir den umfahren, dann hatten wir wieder das Problem. Also ich sag ganz ehrlich, das war mega Abfuck, aber dafür hatten wir trotzdem umso geileren Abend. Ich habe ja eben gerade euch das Video gezeigt. Wir waren in der River Lounge in... Wo, Tobi? In Bochum, ne? Ja, in Bochum. Genau, in Bochum, in der River Lounge. Und ja, auf jeden Fall nice. Kann man nicht meckern. Und ja, wir schauen mal, wie es morgen wird auf der Messe, auf der Intertabak. Dann wird, wie gesagt, ein bisschen gefilmt. Und ja, wir haben jetzt schon 22 Uhr, aber wir sind seit 6 Uhr morgens wach. Jetzt geht's auf jeden Fall mal schlafen. Ich würde sagen, macht's gut und bis morgen quasi oder bis gleich ein paar Sekunden auf der Messe. Bis dann. So, willkommen zu Tag 2. Wir sind jetzt hier fertig. Wir checken gleich aus dem Hotel raus. Ich bin noch recht müde. Tobi, du? Ja, noch ein bisschen am Arsch, aber... Bisschen, aber was muss, das muss, ne? Wir machen jetzt zu Intertabak und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, servus, jetzt sind wir wieder hier an der Dortmunder Messe angekommen und wir sind jetzt direkt mal im Infinity Stand mit dem Hardy zusammen. Und ja, was gibt's Neues? Es gibt zwei neue Sorten auf dem Markt, einmal Blue River und Ice Lime Berry. Das sind zwei neue Sorten eben und wir können hier schon sehen, das sind die neuen Dosen. Also neues Design von den Dosen. Ich werde demnächst mal vielleicht was vorstellen und ja, 14,90 € kostet die Dose 200 Gramm, passt auf jeden Fall. Und hier haben wir nochmal die Edelstahlpfeife. Und ich würde sagen, ich rauche mal ein bisschen Fleisch und dann werdet ihr sehen oder werdet ihr nicht sehen, wie es schmeckt. Bis dann, ciao. So, jetzt sind wir hier am Stand. Hier gibt es die Nagellamm-Getränke. Und ja, außerdem gibt es hier eine neue Pfeife. Die habt ihr bestimmt schon auf der NPS-Seite gesehen. Davon habe ich mir jetzt auch eine gegönnt. Die wird nächste Woche dann ankommen wahrscheinlich. Oder übernächste Woche. Mit meinem Logo drauf und alles drum und dran. Und ja, NPS typisch halt hier mit Chaos vertreten. Was soll man dazu sagen? Diese Nagellamm-Getränke werde ich auf jeden Fall auch mal in meinen Videos mit reinpacken. Werdet ihr dann sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Stand. Bis dann. Stand, wie ihr sehen könnt. Ich habe gerade mal mit dem Ibrahim gesprochen. Viele Grüße an dich. Und ich soll mir dann quasi ein, zwei Pfeifen aussuchen, die werde ich dann wieder vorstellen. Hier sind die orientalischen Pfeifen. Und ja, jetzt haben wir auch hier mittlerweile neue Mundstücke. Ich zeig's euch mal. Ja, echt schön. Und ja, ich würde sagen, das werdet ihr alles demnächst sehen. So, nichts umfallen lassen. Ne? Ansonsten gibt es neue Tabaksorten bzw. eine neue Linie. Die wird günstiger. Ja, ihr habt richtig gehört, Amy wird günstiger. 17,90 € habe ich jetzt gehört. Die neuen Dosen. So sehen die aus. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze ankommen wird bei euch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Stand. Bis dann. So Leute, wir sind jetzt hier am Tom Baku Stand. Oder Tom Kukoccia. Ja. Hier hinter der Kamera lacht jemand so frech, deswegen ist es hier alles sehr, ne, professionell. Wir werden von mir ein bisschen Name beobachten, beobachtet und das Ganze dann auch noch abnehmen. Also auch diese Videos haben ihre eigene Qualität. Genau. Jetzt machen wir dann ein Grundstück da ab. Ich probiere mal, was rauchen wir jetzt gerade? Chai. Chai. Ach, geil. Wir machen Chai. Ich mag eigentlich keinen Chai. Ja, aber hier war vorhin irgendwas anderes drin, glaube ich. Irgendwas Wuffiges. Gestern Chai. Echt? Krass. Schmeckt gar nicht schlecht. Irgendwas Wuffiges, aber. Was ist das? Chai. Chai. Chai.
Aladdin, oder? Das ist die ganz neue von Aladdin. Ja. In Harry Kela. Ja. In der Harry Kela Serie. Und was ist das hier? Für eine Pfeife? Das ist die neue Professional First. Die First? Okay. Ja, First. Also hier gibt es am Stand einige verschiedene Pfeifen. Und Leute, ich mag alles echt gar keinen Chai, aber das schmeckt gut. Echt? Ich muss die anderen Sorten mal probieren. Habe ich schon und die anderen Sorten sind auch nice. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen was reviewen. Die Kohle ist auch wieder gut, hat er hier gesagt. Ne? Also, ne? Es waren nur ein paar kleine zwischendurch. Genau. Nicht so warm. Aber ich denke mal, das kann man vertreten. Jeder Hersteller macht mal. Ne? Das ist die Charge, das ist ein Naturprodukt, Leute. Kohle ist ein Naturprodukt. Und wenn ihr Probleme habt, Leute, schreibt uns über unsere Facebook-Seite an. Ja. Landet direkt bei uns. Wir tauschen die Kohlen aus, kein Problem. Ja, also, sind wir da. Das muss ich echt sagen, der Kundenservice ist bei Tom Kotscher mit am besten. Also da könnt ihr wirklich sagen, wenn es plausibel ist natürlich, verarscht hier niemanden. Aber wenn irgendwas nicht passt oder so, schreibt es einfach hier dem Nils oder jemand anderen und er kümmert sich dann drum und dann kriegt ihr was Neues. Also alles gut. Ich rauche hier noch ein bisschen weiter, werde wie gesagt was vorstellen und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao. Macht's gut. So, wir sind immer noch hier am Tom Kotscher, aka Tom Bakko Stand und ja, wir haben jetzt hier den Dominik, Professional, Gründer und Inhaber. Also, Namensvetter quasi, Dominik, ja. Ganz genau. Und C geschrieben allerdings bei mir. Mit mir im Bereich K. Ja, hier sieht man es auf deiner Brust hier oder auf dem Bauch. Professional, okay. First, ja, läuft. Er modelt auch noch ein bisschen nebenbei. Ganz genau. Passiert. Calvin Klein und Professional. Okay, gut, jetzt erzähl mal was zu der Pfeife. So, das ist unsere erste Pfeife, deswegen auch mit der chronologischen Reihenfolge. First, der Name, speziell auch die 1 als I-Ersatz. Das ist komplett V2 Edelstahl, von uns designt, mit inklusiven Diffuser im Lieferumfang enthalten, Endstück ist mit dabei. Spaß kostet 349 Euro mit Steuer für euch und wir sind hier auf der Intertabak in Dortmund, Halle 8, Stand D04 und kommt bitte vorbei und raucht, weil dann könnt ihr euch selber von der Qualität überzeugen, denn es lohnt sich. Ja. Also ich muss sagen, die Qualität gefällt mir wirklich, wenn wir uns die hier mal anschauen, ist mal ein anderes Design, das hier wirkt sehr groß, ist auch echt massiv. Groß. Massiv, ja. Also massiver. Aber das steht hier quasi auch für Qualität. Und Made in Germany. Die Bowl ist auch wirklich schön. Wir machen es mal hier so. Ja. Also, gefällt mir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Stand. Bis dann. Rauch ist da. Bis dann. Wir sehen uns. Rauch ist da. Ciao. Stand, wie man unschwer hinter mir erkennen kann. Und ja, das sind die ganzen Odermann-Produkte. Einige kennt ihr aus meinen Videos. Und wir haben jetzt die neue Traveler. Was heißt neu? Die gibt es seit der Frankfurter Messe. Aber wir haben jetzt hier auch die Odermann N5Z, die ihr hier kennt. Die habe ich auch mal vorgestellt. Auch in klein, also die Mini-Variante. Ja, so groß ist das alles nur. Also da gibt es was Neues und ich werde auch auf jeden Fall mal wieder was vorstellen für alle Odoman-Fans, die dann draußen sind. Ja? Und hinter mir jetzt gleich ist auch der Hersteller. Ja? Also sagen wir mal ganz kurz Hallo. Hallo. Das reicht schon und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Stand. Ciao. So, jetzt sind wir hier am Milano-Stand. Ich weiß, oder ihr werdet es merken, das ganze Video ist so ein bisschen Kuddelmuddel, aber es ist alles improvisiert, deswegen nimmt es mir bitte nicht böse. Aber jetzt sind wir hier am Milano-Stand, ich rauche gerade Maracuja Vigur, also Maracuja mit Minze. Und da ist er auch. Und ja, schmeckt auf jeden Fall lecker. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Stand. So, wir sind jetzt hier am Aladdin-Stand und ja, das sind die Edelstahlpfeifen. Edelstahlpfeifen von Aladdin. Um ehrlich zu sein, das war auch wirklich wichtig von Aladdin, dass sie endlich mal auch was Neues machen, sage ich mal. Und das gefällt mir wirklich. Die gibt es ja jetzt schon ein bisschen auf dem Markt, ich weiß, Leute. Ich werde jetzt zunächst eine vorstellen. Welche es von den beiden oder von den allen ist, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Stand. Ciao! So Leute, jetzt
stehen wir hier gerade vor dem Dashball-Stand. Und ja, ich habe netterweise zwei Sorten zum Probieren mitbekommen. Und die werde ich auf jeden Fall mal vorstellen. Dashball, ihr kennt es von meinen Videos, ja, mit das teuerste auf dem Shisha-Markt. Aber ihr seht selbst, einfach nur geil. Also ich finde es schön, ob der Preis gerechtfertigt ist. Leute, wer sich sowas kauft, holt es als Prestige und nicht, weil der Preis jetzt billig ist. Ja, deswegen würde ich sagen, das ist kein großes Problem. Da seht ihr auch in Ulf. Ja, das Shisha-Journal ist auch am Start natürlich. Ja. Und wir gehen einfach mal zum nächsten Stand. Ne? Bis dann. The moon, we'd go to bed in my arms. You're safe and sound without a threat. And I can't wait to see what happens next. So, jetzt sind wir hier am Medjuice-Stand. Ihr seht hier schicke Pfeifen. Die kosten noch ein bisschen, aber Medjuice, und ganz ehrlich, Freunde, bei dem Gold und alles kann man das auch jetzt nicht unbedingt verneinen. Aber ja, klar, ob man das jetzt zahlen möchte, ist die andere Sache. Hier im Hintergrund seht ihr Tabak, der jetzt in 2-3 Monaten auf den Markt kommen wird. Zusammen mit Aladdin wurde mir gerade berichtet. Was der kosten wird, noch keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal hier in dieses Zelt rein. Und da wurden wir gerade drauf angesprochen, da dürfen wir jetzt mal rauchen. Wir sind gerade hier mit Juice-Zelt, sag ich mal. Hier sieht man auch die Pfeife. Und ja, wir haben jetzt hier jemanden neben uns, der mag uns etwas dazu sagen. Genau, Leute. Hallo, ich bin der Jonas von Aladdin. Wir werden der Generaloperateur für den Meditiertabak von Medjuice für Deutschland und wir werden den halt für euch ins Land bringen. Das ist ein sehr exklusiver Qualität, hochwertiger Tabak. Kann man den hier irgendwie sehen ranzoomen? Ja, geht schon. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und so kommt er auf den Markt, also so in diesem genau Glas. Wow. In dieser schönen Glasbox auf den Markt. Cool. Das ist hier der Umkarton, die Verpackung. Ja. Es wird 10 Flavor geben. Bisschen ausgefallenere Sorten, nicht so was, was jeder hat, ja, sondern solche Tabake, dass man sagt, ah, das ist doch der von Meditieren. Preislich wird er bei 150 Gramm für 24,90 Euro. Ist natürlich nicht günstig, aber wir sind es ja von dem Ami-Tabak gewohnt. Ja. Und Medjuice hat halt seine Qualität, eben auch seinen Preis. Ja. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Tabak. Ist auf jeden Fall eine super Empfehlung. Ich werde auch mal testen. Ich habe gerade Shots hingelegt bekommen. Und ich würde sagen, wann kommt er auf den Markt? So gegen November, Dezember. November, Dezember, wie gesagt, ja, 2-3 Monate, ja, genau, ja. Kommen halt noch an der Verpackung die hässlichen Bilder leider drauf. Ja. Aber sonst wird sie so schön bleiben. Ja. Und der Tabak natürlich auch. Bin mal gespannt. Cool, ich rauche weiter. Bis dann. Ciao. So, jetzt sind wir hier am Stand von Predator. Hier die Cola, habe ich auch schon mitbekommen. Werde ich mal ein bisschen was vorstellen für euch. Ist aktuell eine sehr, sehr gute Charge. Generell auch die Kohle soll sehr gut sein. Ich habe sie persönlich auch gar nicht geraucht, also gar nicht benutzt. Also ich werde es mal einfach mal testen. Generell haben wir hier auch verschiedene Pfeifen. Alu Predator, die Minis quasi, die ich auch schon mal vorgestellt habe. Und ja, was Neues ist generell das Carbon. Gibt es ja seit der Frankfurter Messe schon, da wurde es released. Und ja, jetzt, wenn wir es mal in die Hand nehmen. Es ist sehr leicht. Es ist wirklich schön leicht. Ich denke mal, da lässt sich auch angenehm rauchen auf jeden Fall. Was ich auch noch sehr schön finde, sind die hier, die Kombination quasi aus Glas und aus dem leichten Mundstück. Also das geht auch auf jeden Fall klar, THS. Ich muss mal schauen. Ich werde mir auf jeden Fall davon eins holen, weil das finde ich vom Design her am schönsten. Weil ihr wisst ja, ich rauche gerne mit Glasmundstücken und die Kombination finde ich sehr schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Stand. Bis dann. Ciao. So, servus Leute. Jetzt sind wir hier am Black Coffee Stand. Mit dem Ahmed. Mit dem Ahmed zusammen. Und ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen bezüglich der Kohle. Ja, wenn es angenehm ist. Ja, probieren. Erstmal, die Qualität ist sehr hochwertig. Das wisst ihr da draußen, das wissen wir auch hier. Warum ist die so hochwertig, die Qualität? Die Qualität ist nicht einfach zu sagen. Also die Qualität muss natürlich auch vor Ort kontrolliert werden und dafür sorgen wir. Wir haben eine Produktionshalle und nicht verschiedene, eben damit die Qualität immer dieselbe bleibt. Und wir versuchen keine Fehlproduktion zu machen. Dafür haben wir vor Ort deutsche Qualitätskontrollen. Unsere Kohlen werden getestet, bevor die nach Deutschland versendet werden. Und wenn sie hier ankommen, werden sie entsprechend nochmal getestet und erst so an den Kunden geliefert. Okay, cool. Ja, das merkt man ja halt einfach. Die Kohle ist etwas teurer, das muss man so sagen. Ist einfach Fakt. Aber wir hatten eben gerade einen schönen Vergleich. Man kriegt ja auch kein Fiat, kein Audi zum Preis von Fiat. Ja? Also es ist halt einfach so, umso bessere Qualität, umso teurer ist es. Ja? Aber es ist ja auch kein Weltenunterschied jetzt. Ja? Ich finde das Design sehr schön. Ich blende es einfach mal mit ein oder zeige euch gleich mal ein, zwei Videos. Das Design von der Aufmachung her ist sehr schön. Die Kohlewürfel habt
Stand. Also ihr habt immer schöne Stände. Also wenn man es auch hier mal anschaut, auch wieder hier groß vertreten. Ja. Danke, das freut mich als Marketingmanager von Black Purple sowas zu hören. Ja. Und zu der Qualität, zu den Preisen natürlich, wie du schon so schön gesagt hast, ein Mercedes ist halt etwas teurer als ein Fiat. Ja. Und wir achten sehr auf das Design, der Auftritt, die Qualität. Der Kundensupport ist uns sehr wichtig. Also wenn ihr Fragen habt, Probleme habt, könnt ihr euch jederzeit per Facebook, Instagram oder auch per E-Mail bei uns melden. Ja. Unsere Produktion ist etwas teurer, unsere Herstellung ist teurer, deswegen auch der Preis, ja, der gerechtfertigt ist. Ich meine, es wurde angenommen innerhalb von kürzester Zeit, mittlerweile 1,5 Jahren, ja, sind wir so der Marktführer in der Polenbranche. Das stimmt, ja. Könnte ich so sagen. Nein, ist so. Sagen auch nicht nur so. Wir, sagen andere Magazine, sagen, die uns, ja, auch schon getestet haben. Ja, Shisha Journal. Genau, ja, da sind wir als Top-Favorit, ja, gewählt worden. Danke auch Shisha Journal dafür. Ja. Also ich muss sagen, also wie gesagt, die Qualität ist gut. Man braucht es nicht vormachen, wenn die Qualität passt. Der Preis ist etwas teurer, aber scheiß drauf, wenn die Qualität dafür gut ist. Ich habe immer Würfel, die gute Hits abgeben. Und in meinen ganzen neuen Videos ist halt auch die Kohle mit drin, weil ich mir sage, okay, ich weiß, dass sie eben so und so viel Hits abgibt. Dann kann ich sagen, okay, jetzt bei dem Tabak, der ist ein bisschen hitzempfindlich, dann kann man jetzt die Kohle einfach rausnehmen, weil ich weiß, dass die Kohle konstant die Hits beibehält. Genau, die, ja, Kohle ist ja sehr wichtig bei einer Shisha. Schließlich Renndauer wird eben beeinflusst. Die Asche ist sehr wichtig, ob das jetzt auseinanderfällt oder ob man die Shisha danach genießen kann. Genau. Man möchte nicht eine Shisha rauchen und dabei Kohlegeschmack im Mund haben. Das möchte niemand. Deshalb, genau, wer eine qualitativ hochwertige Shisha will, der auf die Qualität achtet, der ist auch bereit, ein paar Cent mehr zu zahlen für bessere Qualität. Denke ich auch. Vielen Dank dafür. Gar kein Problem. Viel Spaß wünsche ich dir noch. Ja. Hat mich gefreut. Wir sehen uns am nächsten Stand. Bis dann. So Leute, jetzt sind wir hier am Shisha World Stand. Ja, Habi Babli und dann Shisha World. Chaos hinter mir und ja, ich habe mir natürlich auch gleich 2 Dosen gesichert. Die Jungs von Shisha sind auch da. Ja, gerade auch kamerascheu, ja, der Marc wie immer. Nee, Spaß. Und ja, hier hinten wird auch so ein bisschen Tabakköpfe vorbereitet und so. Hier kann man dann die neuen Chaos Sachen testen. Riecht gut. Ich werde diese neuen Sorten mal testen demnächst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Stand. Bis dann. Ciao. If we sail a little bit high, a little bit low, how far can we get? If we sail a little bit high, a little bit low, we're still a little bit young. So, jetzt sind wir hier am Rebel-Stand mit dem Johannes von Rebel Shisha. Ich grüße euch. Servus Leute, das ist quasi, ne? Und du hast was zu berichten, hab ich gehört. So ist es. Es gibt auf mehreren Ebenen sehr viel zu berichten. Und da haben wir einige Produktneuheiten. Das Ganze fängt an, wir haben 3 neue Sorten von der Hustle Fucking Freezy Line. Wir haben uns auf dem Internet schon veröffentlicht. Die eine erste Sorte wird Blowberry heißen. Blowberry. Das ist eine Blaubeere mit Minze. Boah, ich mich drauf, ja. Der wäre es abgeschmeckt, also die Harmonien stimmen. Ja, ihr kennt das ja von den anderen Fucking Freezy. Einfach ein sehr, sehr guter Tabak. Dann haben wir eine Grapefruit, die heißt G-Rapefruit. Sehr gutes Grapefruit, authentisches Grapefruit-Aroma, auch mit Minze abgemischt. Ist ja in der Freezy-Line. Ja. Genau, und dann noch ein K-Seaweed, das ist Kiwi. Authentische Kiwi, so ein bisschen cremig sogar, aber auch frisch trotzdem mit Minze. Okay, bin ich mal gespannt. Also Grapefruit mag ich sehr und Blaubeere. Kiwi hat bis jetzt noch kein Hersteller richtig gut hinbekommen. Wird sich vielleicht ändern. Ich fand von Alpaca war ganz okay. Ja, Alpaca, ne? ja. Okay, aber ist mein andere, die ich versuchen. Und vor allem ist es eine geile Mischung halt einfach mit dem Eis. Da ist auch wieder das Aroma. Wir beziehen ja aus einer kleinen Manufaktur die Aromen und das ist halt auch die Kiwi ist auch wieder daher. Dementsprechend ist sie sehr, sehr sexy. Einfach mal abchecken. Hier kann die teilweise auch schon geraucht werden. Bestellungen sind für den Großhandel auf jeden Fall jetzt möglich. Geliefert wird jetzt am Montag ist die Messe vorbei. Dann wird produziert und dann kommt in einer Woche später kommt die erste Ware auf den Markt. Okay. Auch in unserem Online-Shop bei euch überall verfügbar. Ja. Dann gibt es die Mundstücke. Ne? Genau, das hier ist Borosilikat, Camouflage, der Name ist Auspuff. Auspuff. Aha. Okay. Und ja, die Sache ist die, das ist ein schönes Camouflage, wir haben das in mehreren Mustern. Das Glas ist Borosilikat. Ja, und wir haben das mit offenen Mündern, mit so einem runden. Ah ja, ihr kennt das mit den runden und dann eben das flache noch. Ne? Genau, ja, das ist ja wieder sehr subjektiv. Der eine mag es lieber so mit den Schlitzen, manchmal ist es lieber rund. Wir haben deswegen beide gemacht, werden auch noch einige andere Versionen kommen. Wir arbeiten da auf Hochtouren, wir haben einen sehr guten Hersteller gefunden, mit dem wir zusammenarbeiten. Wie gesagt, die Dinger gehen nicht kaputt oder so. Das ist einfach krass. Ne? Also nimm mal ein Glasmundstück eines anderen Herstellers.
Herstellers, dessen Namen ich nicht nennen will, und haut das mit uns gegeneinander und ihr werdet sehen, welches überlebt. Probier ich nicht, aber ja. Ja. Also wie gesagt, die gibt es auch noch in Pink für die Frauen. Ja, Pink sieht auch schön aus, ja. Haben wir leider gar nicht da, aber wir haben noch eine Kürze auf den Sand lassen. Ja. Das hier sind allerdings, muss ich sagen, die Prototypen. Ja. So wird die Flasche natürlich nicht aussehen. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Das ist Mighty Mango Kuya. Ja. Das heißt, wir haben einmal komplett authentisch unsere Sorten nachgebaut für Liquids. Ja, Liquids, ja. Vapen, mega geil. Und wir haben das mit 0 Milligramm Nikotin, wir haben das mit 3 Milligramm, mit 6 und mit 9. Und das ist jetzt Grape Addiction. Ich probiere mal. Kannst du auch übrigens probieren? Ja, ich habe es eben schon getestet, sage ich schon mal gleich. Und es schmeckt einfach wirklich 1:1 wie der Tabak. Und das hatte ich vorher noch nicht. Also, vielleicht habe ich was falsch gemacht, aber das ist echt. Es ist halt wichtig, ne, dass wir wollten das authentisch nachahmen, unsere eigenen Geschmäcker. Und Grape Addiction ist halt 1:1, schmeckt genauso wie der Tabak. Lemon Corn schmeckt genauso wie der Tabak. Und das könnt ihr einfach jetzt auch für To Go haben. So, und dementsprechend dauert auch nicht mehr lange, dann sind die erhältlich. Ich würde dir ein paar Samples auch zur Verfügung stellen, dann kannst du die nochmal checken. Klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war kein Vapor bisher, aber seit gestern habe ich dieses Ding. Und I love that. Ich mache auch jetzt die ganze Zeit. Also ganz ehrlich, das Problem ist, Raten mache ich auch gar nicht, aber das schmeckt echt geil. Ich kenne Grape Addiction als Tabak ganz normal und das schmeckt 1:1 danach. Leute, ohne Witz. Krass. Ich danke dir. Lobe dem Herrn. Ja. Wir haben auch gesagt, wir kacken nichts einfach auf den Markt. Wir entwickeln lange, testen und bringen, bevor es auf den Markt. Lieber lasse ich einen Monat ins Land gehen, bevor ich einen Scheiß auf den Markt bringe. Das ist ganz einfach, das ist unsere Philosophie und das haben wir so beim Tabak durchgezogen, das haben wir genauso aber auch dann jetzt bei den Nibbles durchgezogen. Ja. Nee, finde ich auf jeden Fall gut. Er hat noch was für uns. Wir warten mal ganz kurz. Er hat noch was für uns. Ich weiß nicht, was er für uns hat, aber er hat noch was für uns. Und, ja, die haben wir vorhin schon gesehen. Das ist die Buka Special Edition. Ihr seht, sie trägt die Farben von Fucking Freezy. Die Farben sind sehr ähnlich. Also ist in Anlehnung. Das ist ein Holz-Oak mit einer ganz speziellen Lackierung. Und das hier ist auch extra für diese Pfeife hergestellt worden, entwickelt worden. Harmoniert finde ich sehr gut. Der Sommer ist jetzt leider vorbei, aber ich meine, Der kommt wieder auf jeden Fall. Oder auch für den Winter, das ist geil. So ist es. Das bringt ein bisschen Licht ins triste Winterleben. Aber die wird limitiert erscheinen. Limitiert? Genau. Wir informieren dich da auf jeden Fall zu und natürlich über Rebel Shisha auf Facebook werden alle auch informiert. Klar, von Casey höchstpersönlich wahrscheinlich oder von dir. Ja, meistens der Casey, der ist ja auch viel unterwegs, gerade jetzt wegen dem neuen Album. Deswegen macht er jetzt die meisten Sachen nicht selber. Es war aber tatsächlich vor ein paar Tagen in der Fabrik und das wird man auch auf der DVD auf seinem neuen Album sehen. Okay. Das ja Abstand heißt, und am 25.11. rauskommt. Ne? Da ist eine DVD drin und da werden alle unsere Rebel Shisha Shops Köln. Ich darf das noch gar nicht verraten, ihr habt nichts gehört. Schon. Top Secret. Also wenn ihr das nicht hört, nichts weiter sagen. Ja? Bitte nichts weiter sagen, das ist Top Secret. So ist es. Okay, nee, cool. Also dann würde ich sagen, wir schauen uns noch ganz kurz hier die Location an und ich würde sagen, bis dann. Ciao. Yo, servus Leute, wir sind jetzt hier auf der Autobahn wieder, kurz vor Köln. Wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt schon hier am Rumreisen sind, dann sagen wir gleich mal auch mal einen Köln Hallo. Wir fahren da jetzt gerade hin, stehen natürlich wieder im Stau. Also das Karma ist schon manchmal eine Bitch, ja. Also wir stehen ständig im Stau, jetzt gerade geht's wieder, Tobi kann wieder schneller fahren. Solange nicht zu schnell, ne? Wir fahren echt ordentlich, ne? Also Respekt. Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in Köln wieder. Ich mache mal ein, zwei coole Aufnahmen dort. Das ist cool. Einfach Aufnahmen. Ja. Wir gehen in die Chaos Lounge. Das ist auf jeden Fall safe. Wir wollten eigentlich auch in die Sahara Lounge, aber da wollte ich eigentlich auch zu Mehmet. Viele Grüße an dich. Aber der gute Herr ist bitte in Türkei. Einem Kilometer den linken Spuren folgen und der A3 weiter folgen. Danke, Siri. Mehmet ist gerade im Urlaub und deswegen habe ich gesagt, wollte ich ihn noch sehen, aber werden wir noch machen. Ich würde sagen, guten Rauch, bis gleich. Wir sind jetzt hier in der Chaos Lounge.
in Köln und wir gehen jetzt einfach mal zusammen rein. Auf jeden Fall, wenn ihr in Köln